Hallo, willkommen zum besonders spannenden Replay. Und zwar habe ich Lord Worst mit Bumblebee, zwei absolute Topspieler, gegen meine Wenigkeit und Verpfaster. Wir haben 2 gegen 2 gegeneinander gemacht und die beiden haben eine so einzigartige Strategie gespielt. Könnt ihr auch im Livestream bei Twitch noch sehen, wenn ihr möchtet. Ist, glaube ich, immer 7 Tage bei mir erhältlich. Und mit Prime dann unendlich lang, glaube ich. Ich glaube, so läuft Twitch. Bin da nie ganz sicher, wie das funktioniert bei denen. Aber 7 Tage ist, glaube ich, immer da. Also könnt ihr noch live sehen. Und die haben eine unglaubliche Strategie gemacht, die ich tatsächlich hier unbedingt mal zeigen will. Ich fand die super interessant. Habe ich so, glaube ich, in der Aufführung noch nie gesehen. Picken alle, kann man nicht wegklicken. So, der Verpfaster macht natürlich das, was der Name suggeriert, die Verpfaster Flanke. Ja, hier ist der Fabian. Also ich glaube, das Fabian links das ist. Der wird hier links gleich die Flanke spielen. Und der Lord Wurst müsste das hier sein. Und der wird was machen. Also bei Anfang habe ich gedacht, ob jemand seinen Account gehackt hat. Ja, aber vom Topspieler die Anfangsaufstellung, die hat mich total, hä? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen hatte ich da. Aber das muss mal überraschen, was da passiert. Also ich habe es noch nie gesehen. Ich spiele auch nicht so viel 2 gegen 2, ja. Aber auch ein 2 gegen 2 damals habe ich nie gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Meta ist. Trotzdem ist das super. Also ich glaube, dass das sehr stark sein kann. Wir reden am Schluss darüber, was ich in Summe davon halte. Also ihr seht ja schon die erste Überraschung. Er hat hier vorne Mustangs hingestellt. Die kosten ja 200 an die Front. Er hat mit Wespen angefangen. Alles an der Front. Marksman an die Front. Also normal, keiner, der klar bei Verstand ist, würde das normal hinstellen auf den ersten Blick. Ja? Jetzt wartet aber mal ab auf den zweiten, was er damit macht. Also total die Überraschung gewesen. Weil jetzt hatte ich mich zu dem Zeitpunkt noch gewundert, was er da macht. Dachte mir, okay. Ja, gedacht, okay, dann holst du halt jetzt Satelliten und alles. Ne? Vielleicht holst du auch einen Vulken. Das sind ja so die Standardantworten. Ne? Mit dem Vulken jetzt muss ich alles wegflambieren sofort. Ja? Da hatte ich schon zwei, drei Ideen, was man machen kann. Und Vulken wäre vielleicht sogar schon mein erster Grabstein gewesen, ja. Werdet ihr gleich sehen, warum. Aber wer von euch hätte jetzt alles in Vulken geholt, um das zu kontern zum Beispiel, ne? Hätte alles weggepustet in Rekordzeit. So. Ich muss leider sagen, links ist das nicht ganz so spannend jetzt mit der verpasster Flanke. Darum geht es gar nicht. Es geht wirklich darum, was Lord Wurst hier rechts macht. Ihr glaubt es halt nur, wenn ihr seht. Jetzt guckt mal genau hin, ob euch irgendwas auffällt. Guckt mal ganz genau hin. Also, ich pick nur alle Karten, wenn da dauert es einen Moment. Aber jetzt schaut mal hin, ob euch irgendwas auffällt. Mir ist das nämlich tatsächlich, also während des Kampfes in Runde 2 dachte ich mir, irgendwas ist hier komisch. Ich brauchte, glaube ich, ein paar Sekunden, um zu realisieren, was da passiert ist. Ist euch bestimmt jetzt aufgefallen, ne, was jetzt passiert. So, nicht fertig die Runde, aber könnt ihr mal gucken, ob ihr da auch das sofort erkannt habt. Sofort. Ich habe natürlich jetzt meine Armee hier, ne, fleißig weiter ausgebaut. Satellit, weil ich dachte, da kommt jetzt die große Möhre oder so. Genau, also spätestens jetzt sieht man es zwar, aber realisiert man es auch, ne? Also wie viele von euch zählen mitten in Runde 2 alle Einheiten? Also klar, der hat jetzt keine Einheit gekauft und sogar eine noch verkauft. Ja, ich habe das dann auch irgendwie begriffen. Ich glaube, in der Aufstellphase in Runde 3 war so, hä? So leer auf einmal. In dieser Reihenfolge ging das, glaube ich, in meinem Kopf. Verpasster Flanke. Der macht das, glaube ich, ganz gern mit dem Schiff und dem Item. Die Spannung kommt gleich noch. Ja. Geduld, Geduld. So, die Lord Wurst hat jetzt eine Einheit verkauft. Das heißt, er hat jetzt 2 Runden nicht sie ausgegeben und wird jetzt 2 Runden Einheiten verkauft haben. Also verkauft jetzt auch noch eine Einheit. Das heißt, jetzt diese Runde war ich schon zu Fabian. Ich glaube, der kauft sich jetzt was. Und Fabian meinte auch, der ist ja Aerial, ne? Der kauft jetzt wahrscheinlich eine Luftflotte. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, dass er, wenn er eine Luftflotte kauft, ne, dann kommt auch die Luftabwehr jetzt gleich, glaube ich. Nee, ich habe das noch nicht realisiert offensichtlich, weil ich habe den Sledgehammer gekauft. Aber ich habe es in der Runde, als ich ihn gekauft habe, noch gesagt, okay, da kommt jetzt sicher was mit der Luft. Aber ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Ne? Also ich habe das schon bereut, dass ich den gekauft habe. Ich habe auch diesen Schuss genommen, mit weiter schießen. Ich habe immer noch gedacht, da kommt jetzt eine Bodenarmee. Genau, und der kommt jetzt auch mit der Luftflotte. Und ich habe natürlich jetzt einen Sledgehammer. Ist aber nicht die normale Luftflotte, die ihr so kennt. Wartet mal einen Moment ab. Also die meisten riechen den Braten jetzt wahrscheinlich schon. Ich habe eine Sekunde länger gebraucht, bin nicht so schnell. So, jetzt ist der auch verschwunden hier vorne, weil die werden ja gewonshottet jetzt von denen. Das war die Idee. Ich habe halt nicht gedacht, dass er jetzt die ganze Front aufgibt. Hat sich jetzt einen zweiten gekauft, beide mit dem Mothership, ne? Und den Beacon hat er auch dabei. Und dann sieht man, glaube ich, schon, wo die Reise hingeht. Schild-Item hat er mit eingesackt, damit die nicht von Luftschlägen erobert werden. Ja, und jetzt rollt er einfach rüber.
Und die Idee, glaube ich, sehr offensichtlich. Der will seinen Mitspieler aushelfen. Der will nicht davon Nachteil haben, dass die Headquarter kaputt gehen. Und der will die ganze Zeit nutzen, um Wespen einfach übers Feld zu spawnen. Ne? Ja, und ich habe halt jetzt eine Bodenarmee von Panzern und vor allem von Fangs, ja, den langsamen Fangs zum Teil. Die müssen jetzt mit hinterherlaufen die ganze Zeit. Und während sie hinterherlaufen, werden sie die ganze Zeit geblockt. Also, ne, ich habe jetzt eine Armee, die eigentlich nichts macht. Muss ja sagen, seine macht aber auch nicht besonders viel. Ne? Die fliegt jetzt erstmal in die Backline. Aber jetzt spawnen jetzt natürlich Wespen jede Runde. Na, lohnt sich das jetzt? Das werden wir gleich sehen, ob das funktioniert. So, die Verfasserflanke wurde gerade von dem Melting Point zerstört. Da sieht man halt hier, ich habe Fangs als Flugabwehr, aber ne, gegen die Wespen wird es reichen. Gegen die dicken Schiffe könnte es ein Problem sein. Eine Bodenarmee kommt jetzt piecemeal rein. Das ist einer der schönen Vorteile, wenn man halt von rechts nach links läuft, kommt man piecemeal rein. Der andere, wenn die richtigen Einheiten hat, kann die dann aufsaugen. Ja, also die Flächenschaden machen in aller Regel sehr gut gegen sowas. Mit dem Melting Point hat er jetzt natürlich keinen Flächenschaden da. Ja, und jetzt zack, alle tot. Das war meine Flugabwehr. Das heißt, die haben jetzt hier tatsächlich, gewinnen jetzt den Kampf und jetzt kämpfen die zusammen. Ist noch nicht fertig, geht noch eine ganze Zeit lang weiter. Die große Frage ist halt, wie lange macht er das halt jetzt, ne? Also jetzt könnte man schon die Frage stellen, macht er das jetzt weiter? Macht er mehr? Oder verkauft er die, macht jetzt eine normale Armee irgendwo auf oder irgendwas? Da gibt es ja auch noch mehrere ne, Abwandlungen, die man jetzt machen kann. Also was würdet ihr jetzt machen hier an meiner Stelle? Also ich brauche jetzt Luftabwehr, aber da geht das Spielchen jetzt auch schon los. Mit welcher Luftabwehr wollt ihr den Overlords hinterherlaufen? Also macht ihr Phönix, kriegt ihr unendlich viele Wespen entgegengeschickt. Macht ihr Mustangs, schießen die Overlords euch halt ab, wenn ihr entgegenschickt. Und der kann ja auch Feuer legen, ne? So, ich wollte es ja einen hinmachen, die dann gleich immer wieder hier rumlaufen und die ein bisschen beschäftigen, dass sie nicht so schnell rüberfliegen. Das war nur zur Ablenkung. Und ich habe jetzt, glaube ich, auch angefangen, Einheiten zu verkaufen. Ich habe es gerade nicht hingeguckt, aber ich glaube, ich habe gerade einen Steel Wolf verkauft, ne? So, jetzt hole ich die Jungs. Das war, glaube ich, ein Fehler. Also nicht, dass ich die geholt habe, war ein Fehler, aber wo ich die gleich hinstelle. Ich habe mir überlegt, dass ich die da hinstelle und mit dem Beacon den hinterher schiebe, dass sie die einfach abknallen, die Dinger von hinten. Ne? Da habe ich nicht realisiert, dass der Knubbel immer größer wird jede Runde und dann natürlich mit Schilden versehen wird. Ja? Ich habe die aufgestellt und dann ist mir auch klar geworden, eigentlich kann das nicht funktionieren, was du da machst. Ne? Also da habe ich jetzt auch noch einen Fehler gemacht. Das halt, ist halt eine, ne? Also wann sieht man das denn mal? Ne? Und da war ich jetzt auch ein bisschen ratlos, wie ich das machen soll. Da passen übrigens 6 Stück, glaube ich, rein in den Beacon, ja? Wenn ihr euch fragt, wie viel er noch dazu packen kann. Da fliegen sie rüber und spawnen halt ihre Wespenarmeen. Reichweite vergeben, damit die halt die ganzen Bienchen abknallen, damit die ein bisschen besser arbeiten können. Nicht das Nonplusultra. Und ihr habt natürlich jetzt die ganzen Minenfelder, denen ihr potenziell hinterherlaufen müsst. Ne? Also der kann ja hier einen Satellit machen, da einen Satellit machen, da einen Satellit machen. Der kann da irgendwie Feuer legen, ja. Das sind ja Minenfelder, die ihr beachten müsst. Das ist, glaube ich, für die Verfasserflanke da links hier. So, jetzt kommt der ganze Westen-Spam. Also hier ist die Verfasserflanke am Laufen, die bekämpfen sich da gegenseitig. Die tun wohl im Wechsel, glaube ich, immer gewinnen und verlieren, hat er gesagt. So, dann sieht man hier die ganzen Wespen. Also Headquarter, ne? Das werden gelangsam durch das Headquarter. Aber die Wespen spawnen ja trotzdem. Und jetzt müssen wir die halt abknallen, was mit den Phönix ein bisschen problematisch ist. Und die Fangs brauchen halt einen kleinen Moment. Dann haben wir die nächste Reihe. Das Schlimme ist halt auch, die Dinger, die schießen halt irgendwann auf eure Teile, ne? Also, und die Wespen sind kein Ende und gleich werden es noch mehr. Zumindest habe ich auch meine eigenen Tanks, ne? Das ist nicht zurückschießen. Fabian hat, glaube ich, gerade die Flanke verloren. Das Spielchen geht gleich noch weiter. Und es ist ja wirklich interessant, welche neuen taktischen Aspekte da zum Vorschein kommen. Also, wie wollt ihr darauf reagieren? Wollt ihr alle eure Einheiten verkaufen? Was ist, wenn ihr auf einmal gegen reagiert? Wollt ihr mit Mustangs machen? Wollt ihr mit Fangs machen? Wollt ihr mit Phönix machen? Wollt ihr eigene Wespen holen? Also, ich habe mich zum Beispiel gegen eigene Wespen entschieden, weil der hier dieses Upgrade hatte. Das habe ich bei meinen Wespen, glaube ich, nicht drin gehabt. Also, Schild und das Upgrade zusammen mit dem Feuersupport und dem unendlichen Respawn. Da dachte ich mir, da würde ich wahrscheinlich so schlecht bei abschneiden. Man hätte auch Marksman spielen können, ne? Aber das ist auch nicht so optimal. Da sieht man den ganzen Spam hier durchlaufen. Zack, und wieder Sieg für die Gegner. Also eine Strategie, die uns komplett überfahren hat, ne? Fast null Leben. Wie gesagt, wie wollte der jetzt drauf reagieren? Also, nehmen wir mal an, ich würde jetzt hier, muss das mit Flugabwehr überall spielen, ja? Packt die jetzt hier vorne hin oder so, würde die schnell einholen, damit die bei den Debuffs des Headquarters noch schießen. Er braucht ja nur einen Wolken oder sowas dahinstellen, sind die alle sofort tot. Ne? Also geht halt auch nicht, da einfach hinterher zu fahren. Da was reinstellen wäre, glaube ich, auch Selbstmord. Die schießen so schnell, also die haben immer First Shot vor allen anderen, dass auch alles tot ist.
Was wir gebraucht hätten wäre, und ich glaube, das ist die Strategie vielleicht in Summe auch nicht die stärkste, wären Schadensfähigkeiten. Dann stell dir mal vor, im 2 gegen 2, wir hätten jetzt einen Javelin bekommen, ja? Dann hätten wir Runde 5 einen Javelin gespielt, um alles zu töten, Runde 6 einen Javelin gespielt, um alles zu töten, oder Ionenschlag oder irgendwas. Und da glaube ich, dass das eine sehr schwache Strategie ist, weil die davon abhängt, dass keine Damage-Karten gezogen werden. Und wenn welche gezogen werden, hängt das davon ab, hoffen die, dass die Spieler beide sich nicht koordinieren und die gleichzeitig setzen oder nur einer setzt oder gar keiner setzt, ne? Ist ja oft so, dass dieser Spieler seine Damage-Karten nicht für den rechten Spieler setzt, ne? Dass es ein Koordinationsproblem gibt. Vielleicht haben sie da auch drauf gesetzt. Also ich glaube, dass das wirklich wegen den Damage-Karten ein gigantisches Problem sein könnte. Nicht jeder hat ja ein Schutzschild, meist halt nur einer, ne? Man kann das auch mit Phoenix machen mit Schutzschild, dann überlebt man die Damage-Karte. Also das kann man, ne, auch anders spielen, wenn man möchte. Phoenix kennt ihr ja mit dem Respawn und rüberfliegen. So, ich habe jetzt meine Dinger bei Flugabwehr ausgegeben und ein bisschen aufgeteilt die Teile hier, damit die nicht gleich alle im Knubbel dann irgendwie in einer Maßnahme sterben, dachte ich mir. Und ich verkaufe weiter jede Runde Sachen hier, ne, überall. Immer eine Einheit weniger jede Runde, damit ich mehr Geld über habe. So, da oben kommt wieder der Spawn. Also der Crawler, das brauche ich wahrscheinlich nicht nochmal. Das stoppt die noch nicht mehr. Die fliegen einfach weiter. Ne? Ich wollte eigentlich, dass sie da anhalten, damit ich Messer einholen kann, dass er nicht zu früh drüben aushilft. Zumindest die Wespen hier, die werden alle abgefahren, wie blöde. Und die machen ja nichts, weil ich das Headquarter jede Runde bekomme. Also die Wespen, die erste Regel ist einfach nur XP für meine Leute. So, jetzt hinterher. Jetzt hier, hab noch keine Reichweite. Erste Wespe und jetzt Schuss in den Rücken. Nee, und jetzt schießen die halt zurück, die Teile, ne? Die schießen halt meine Phönixe ab. Zack, zack, zack. Das ist halt wirklich gar nicht so einfach. Wenn der nächste Runde solche Reichweite ausgeben würde, wären die Phönixe jetzt schon tot gewesen. So, nochmal hinterher und tot. Ja, und jetzt müssen halt die Mustangs den Schaden machen gegen den Level 2 mit Schutzschild. Der bleibt jetzt hängen da, weil ich auf dem Beacon stehe. Aber ne, ihr seht schon, zwar bleibt er zurück, aber das ist schon ungesund hier. Fabian hat diesmal seine Flanke gewonnen. Das geht immer 50-50 gefühlt. Und ihr kommt jetzt von der anderen Seite. Euer Support. Aber während wir kämpfen, können die keinen Debuff vom Headquarter mehr bekommen, weil die alle ausgelaufen sind, ne? Gut, dass der noch lebt. Ja, ganze Bodenarmee hier. Wenn nicht so viel leben, also dürfen jetzt nicht viele Runden mehr abgeben. Die brauchen ja nur eine Runde gewinnen wahrscheinlich, dann ist es vorbei. Ja, und jetzt habe ich mich schon gefragt, also irgendwann muss das mit den Overlords aufhören. Der hat ja jetzt zwei Optionen gehabt, habe ich mir gedacht. Die eine ist, den Overlords alle Upgrades zu vergeben, nacheinander oder gleichzeitig. Und die andere Option ist, jetzt hier Minenfelder zu legen, ne? Also Satelliten oder dass er einen Vulken oder Panzer dahinstellt, ne? Dass er irgendwie Einheiten zurücklässt. Also er konnte noch einen kaufen, dachte ich mir. Und dann vielleicht noch eine Fähigkeit ausgeben. Aber er kann auch jetzt quasi, ne? Also ich mache jetzt, sagen wir mal, Mustang mehr. Dann steht da auf einmal irgendjemand, der Feuer hinterlässt. So, diese Runde gab es die EMS-Fähigkeit. Fabian hat die, glaube ich, auch genommen, wollte die aber auf seiner Seite einsetzen, hat er gesagt. Und so hätte man die halt machen können, ich mache die diese Runde und er macht die nächste Runde. Weil die sorgt dafür, dass die Wespen nicht spawnen und die sorgt dafür, dass ich hinterherkomme und die besser abknallen kann, weil die sehr langsam sind. Ne? Und da, glaube ich, kann man damit die Luftarmada ausschalten. So, jetzt hat er hier seinen ersten Vulken geholt. Der läuft mit dem Beacon mit wahrscheinlich und der hinterlässt halt Feuerraketen, während er wegläuft. Ne? Und das führt halt dazu, wenn er hier hinläuft, dass er so eine Feuerschneise hinter sich herzieht, die im Grunde genommen die Fangs natürlich töten, aber auch die Mustangs töten sollen. Das ist der Plan dahinter. Ich habe jetzt Reichweite ausgegeben, weil ich nicht die ganze Zeit one-geschottet werde. Er hat Regeneration ausgegeben. Ich hätte wahrscheinlich in seiner Stelle empfohlen, das auszugeben. Ich weiß nicht, ob Regeneration die bessere Option hier war. Also wenn ich einmal dran bin, dann sterben sie in der Regel auch. Bis auf den einen eben ein bisschen, ja, aber damit hätte er die, glaube ich, getötet, besser auf dem Rückweg. Ist jetzt mein Verdacht zumindest. Ja, beide Seiten verkaufen, ne, ihre Armeen. Die verkauft man auch immer noch jede Runde, glaube ich. Steve sind inzwischen alle weg. Gleich geht, glaube ich, der Sledgehammer weg. Die wollte ich noch behalten, solange der da steht. Ja, und jetzt hat er hier noch einen Vulken geholt, um das Headquarter zu verzögern. Aber ich weiß nicht, ob der Vulken notwendig war, weil das Headquarter kriege ich ja wahrscheinlich so oder so. Ich habe halt hier auch schon Sachen stehen. Ich habe die gleichmäßig aufgeteilt wegen dem Flächenschaden. Und weil ich erwartet habe, dass er eine Einheit zurücklässt. Deswegen habe ich da Einheiten stehen. Aber hätte man jetzt zum Beispiel das nicht erwartet, hätte die nicht so hingestellt, dann hätte der tatsächlich alles hier vernichtet. Ne? Also, der wird ja nur getötet, weil da Phönixe stehen und ich damit gerechnet habe. Ansonsten wäre das ein Massaker geworden für die halbe Armee. So, das strafe der gerade. Guck mal. Der rollt. Und der schießt natürlich immer die Raketen ab. Theoretisch, praktisch. Ich habe jetzt den EMS-Schuss gemacht, deswegen schießt er keine Raketen ab. Aber ansonsten würde jetzt hier eine Feuerlache liegen und die wären alle tot, ja, am Boden. Also, das EMS hat ja die Runde mit Sicherheit gewonnen. Ist wieder angelaufen, das heißt, die Wespen kommen jetzt. Ich glaube, der Cooldown, der läuft, während EMS drauf ist. Sie spawnen nur nicht, während EMS drauf ist. Und da kriegt er gar nicht so viel daraus. Da teilen die sich, er hofft halt, da rauszukommen.
Und der kommt da auch, ne? Der heilt sich wieder hoch. Also offensichtlich lag ich falsch. Der Heal hat sich gelohnt, ne? Die kriegen ein paar Schüsse und dann sind die gleich wieder full life. Aber da ist gleich Ende der Fahnenstange da vorne. Und da kommt schon der nächste auf der anderen Seite. Neue Westen. Ist ja die Frage, ob sich das für ihn lohnt, ne? Weil, also wenn Fabian gewinnt, spielen wir 2 gegen 1 hier vorne vom Timing. Das ist eher ein Nachteil als ein Vorteil, hätte ich jetzt gesagt. Hat er wahrscheinlich aber auch nicht mit gerechnet. Ist noch nicht vorbei, also, ne? Wir grinden die zwar runter, aber wir brauchen nur eine Runde verlieren und dann ist durch. So, jetzt hat er halt gezeigt, dass er Minenfelder zurücklassen kann. Diese Runde fliegen die auch die Raketen zur Abwechslung. Das heißt, diese Runde werden die alle brennen, brennen. Ich kann das da oben ja auch nicht schilden. Ja, wenn die die treffen, dass sie die One-Shotten, dachte ich, oder eher One-Shotten, weil die heilen sich ja, deswegen der Level. Und dann mehr von den Vögeln, ne? Also ich brauche halt diese beiden Waffensysteme zusammen. Die einen, die halt die Wespen abknallen und die anderen, die eben den Rest abknallen. Man muss aber auch sagen, also 2 von denen kontern halt alle Spawns von einem von dem, ne? Wenn ich genug von denen habe, tue ich auch alle Spawns kontern, ohne dass ich die unten habe. Das geht natürlich auch. Hat Reichweite ausgegeben, er will die halt jetzt schnell töten. Wie gesagt, also das glaube ich kann nicht funktionieren, ne? Weil die, ich habe ja überall die Vögel jetzt hier stehen. Wieder Einheit verkauft. Das sind die Feuerraketen, fand ich ganz gut, aber statt der Reichweite hätte ich an seiner Stelle noch einen Vulken dazu gepackt, dann einfach noch mehr Feuerraketen da liegen, damit noch mehr Boden stirbt. Also das mit der Reichweite war, glaube ich, nicht so dolle. Ja, das mit der Reichweite von den Schiffen dagegen finde ich ziemlich gut für ihn, ne? Ja, nur Mustangs gekommen, wäre auch die Rüstung gut gewesen, ansonsten ist das auch nicht so dolle. So, die nächste große Party. Nochmal ganz kurz hier die Verfasserflanke. So sieht das Ganze aus. Dann wird es irgendwann voll. Ja, Gruppenfoto. Und auf der anderen Seite die ganze Abwehr dagegen. So, Spielchen geht weiter. Also, ich hätte auf jeden Fall noch einen Vulken vorgezogen wegen der Feuerlache am Boden an seiner Stelle. Und ich hätte vielleicht auch überlegt mit den Satelliten, da bin ich mir nicht sicher, ob ich gelaufen bin, ob sich das gelohnt hätte, die, ne, der Billigeinheiten davor, damit man das gut Sinn macht. Ja, der macht da nicht viel. Die Crawler mit Acid vielleicht ganz kurz, die sind für Links gekauft worden. Dadurch, dass der aber Fabian das mit dem Photon-Coating macht, sind die immun gegen das Acid. Zumindest diese ersten 18 Sekunden, danach tut's weh, ne? So, da ist der Freund, der strafe wieder nach links. Ja, Feuerraketen liegen am Boden, Flammenstoß ist. Ich habe da aber ein Schild, deswegen überleben die das so. Ja, die haben das so gerade eben überlebt. Wenn die weg wären, wäre das mit den Wespen ein bisschen schwieriger. Jetzt haben die aber unendlich Reichweite, die Teile, und schießen zurück. Ja, und die regenerieren sich ja. Wenn ich die nicht finische, regenerieren die sich. Also es muss, glaube ich, diese Kombination sein. Ja, und meine sind fast alle tot. Aber ein paar laufen noch raus. Also es ist wirklich eine Strategie, die, glaube ich, darauf beruft, dass ihr weder Teamspiel habt und also dass es kein Teamspieler ist und dass ihr eben euch davon überraschen lasst, vielleicht in den Flammenwerferlauf, vielleicht nur eine Einheit genommen habt, ne? Also sie auf den Überraschungsfaktor hat, genau wie Fabians Strategie hier links, der Überraschungsfaktor oft auch ist, ne? Auch wenn er hier, glaube ich, das Fett auf die Fresse bekommen hat. Also wirklich eine ganz originelle Strategie. Aber ich denke, wir hatten noch massiv Pech. Also hätte man einen Javelin gehabt, dann wäre das jetzt 2 Runden für uns gewonnen und dann wäre das Spiel vorbei. Ne? Also Runde 6, 7 könnt ihr nicht durch Javelin weiter aufgeben. Das geht halt nicht. Ne? Das geht überhaupt nicht. So, es geht aber noch weiter. Also entschieden ist noch gar nichts. Es gab einfach keine Damage-Fähigkeit. Also ich, so ein Pech gewesen. Ich meine, Javelin hätte hier natürlich auch wehgetan. Ne? Keine Frage. Was machen die denn da Schönes? Kommt von beiden Seiten. Spawnt auch Wespen als Modelltanks. So, mehr Flammenwerfer, mehr Feuerraketen. Also der will jetzt mehr und mehr dafür sorgen, dass allerhöchstens die Phönix hinterherfliegen können und die dann nicht genug Spawns abknallen. Also wenn das wirklich so weit kommen sollte, kann ich auch die Feuerrate erhöhen. Ne? Also ich bin mir nicht sicher, dass das ein Summenspiel ist, was er gewinnen wird. So, ich habe mir ja überlegt, jetzt mal ein Steeboy mit Mechanical Division zu machen. Weil erstmal holen wir die Dinger dann ein bisschen schneller weg. Und wenn ich hinter denen bin, hier vorne auf der Höhe, nee, dann hat er ja im Grunde genommen kein Feuer mehr. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht ein zu später Call war. Müsste man sich gleich mal angucken. Aber ne, so ein einzelner Crawler, der rumläuft, der kann auch gerne mal 100.000 Schaden abfangen. Das war so die Idee.
So, mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier gucken, dass wir hier drüben gucken, was die anstellen. Die verpasste Flanke, das Ding, was ich heute vergabelt habe, wenn ihr euch erinnert. So macht der Meister persönlich das. Übrigens sind Speed, die Overlords. Glaube, der Fabian ist aber jetzt durch, ne? An der Stelle, oder? Ja, der ist da durch. Jetzt hämmert er da so rauf. Genau. So, hier vorne die Geschichte wieder. Da sind die ganzen Flammenwerfer hier vorne, die sind alle ausgelöscht. Hätte noch einen Flammenwerfer hier oben gehabt, ne? Sind ja jetzt Fangs hier und alles. Hätte die auch ausgelöscht. Aber meine Mustangs sind, glaube ich, fast alle tot. Nur dieser eine Mustang da unten lebt noch. Verfolgen, abknallen, verfolgen, abknallen. Und das hat der Fahrer von der anderen Seite. Ja, also eine richtig drollige Strategie. Finde ich sehr originell. Aber ich glaube nicht, dass sie competitive ist. Also gegen Random-Spieler vielleicht, ne? Aber gegen Leute, die sagen wir nicht zusammenspielen, eine Damage-Fähigkeit und dann verliert man zu viele Runden dadurch. Und wir hatten noch nicht mal Damage-Fähigkeiten und trotzdem hat das ja bei uns, ne? Haben wir es ja gekonnt, hat geklappt. Also ich finde es auf jeden Fall super, die Idee, keine Frage. Aber ich würde es jetzt erstmal nicht als competitive ansehen, die ganze Geschichte. Kann man das ausbauen? Also wenn. Das Hauptproblem ist halt einfach die Damage-Fähigkeiten, ne? Ansonsten gefällt mir das richtig gut, gerade auch mit denen, die Feuerraketen zurücklassen. Da kann man vielleicht nochmal Öl legen, was man anzündet und so weiter, jede Runde oder alle 2, 3 Runden. Aber mir ist halt ein Rätsel, wie man das vor den Damage-Fähigkeiten beschützen will. Gerade in 2 gegen 2, da geht viel zu viel Wert kaputt gegen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, deshalb leider. So, das wollte ich einfach mal geteilt haben mit euch. Und wenn ihr es live sehen wollt, auf Twitch unten in der Description könnt ihr das finden. In dem Sinne, ciao, ciao!